Moin Leute, Gaius Julius Caesar meldet sich zu einer neuen Mission und zwar bei Shield Roy bzw. der Imperator Simulator. Meine Damen und Herren, wir befinden uns scheinbar in einer römischen Stadt und heute gibt es einen richtigen Häuserkampf gegen unsere Feinde. Dazu holen wir uns als erstes die Standarte und werden direkt hier, zack, mit der Milizia, hopp, 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 los Jungs, zum ersten Punkt ziehen. Denn ich zeige euch kurz die Karte, das wird richtig krass. Wir haben zwei verfeindete Gegner, die sich auch untereinander bekämpfen. Und ansonsten, ey, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber egal, wir ziehen erstmal hier vorne zu dem ersten Punkt, den wir unbedingt einnehmen müssen. Los Jungs, verteidigt euren Super Gaius Julius Caesar. Wir sind mittlerweile in Akt 2. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber wir kriegen es hin. So, erste Standarte hier einnehmen. So, wie sieht's aus? Kommt da schon irgendein Blauer oder so? Ah, die haben jetzt auch jeweils ihre Punkte eingenommen. Ich warte jetzt hier nochmal, weil ich habe Angst, dass wenn ich jetzt hier vorne hingehe, ich von den Blauen fertig gemacht werde. Oh, ich lag richtig. Da kommen die Blauen. Nein, jetzt kommen hier zwei. Flag Protection Aura? Nicht genügend Gold. Ey, ich werde mich ganz kurz mal ein bisschen zurückziehen. Was soll das denn jetzt? 2 gegen 1 ist aber schon ein bisschen unfair. Flag Protection Aura, jetzt habe ich sie. So, jetzt zieht euch zurück. Lasst die anderen ruhig sich gegenseitig bekämpfen. Oh, das ist perfekt. Lasst die schön hier sich so ein bisschen bekriegen. Was macht denn der eine da? So, wir holen uns direkt Melee Damage. So, jetzt können wir so langsam hier mal in die Offensive gehen. Das war, glaube ich, echt gar nicht so doof. Ich switch mal, damit ich hier die Typen so ein bisschen vom Kämpfen abhalten kann. Ich finde, das ist irgendwie am besten, wenn ich die anderen so ein bisschen abwerfe. Let's go. Die alle fertig gemacht. Oh, guck mal, nämlich hier ist Blau schon hingegangen und hat so ein bisschen da was sich gegönnt. Ich schaue jetzt mal, ob wir nicht hier einmal ganz kurz... Ja, hier könnten wir kurz was klauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt smart oder dumm ist, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass in der Zeit jemand natürlich auch bei uns ein bisschen was klaut. Aber wir werden hier einfach mal gucken... Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde auch mich direkt wieder defensiv zurückziehen, weil das ist einfach mein Kontrollpunkt hier vorne. Wenn ich den verliere, dann sind Punkt B und Punkt A komplett schutzlos. Aber es sieht gut aus. So kriegen wir jetzt gerade hier doch schon ganz gut Gold, während Blau sich da unten tatsächlich schon Punkt J gesucht hat. Aber das ist gut. Lass sie sich gegenseitig bekämpfen. Warte mal, aber das gibt uns doch die Chance. Okay, wir werden jetzt volles Risiko gehen. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Ah, okay. Da holen sie sich den Punkt, aber das ist gar nicht so schlecht. Es sei denn, Lila attackiert jetzt gleich uns, weil das ist ja unsere Flagge hier. Das bedeutet, wir kriegen hier auch die Flag Protection Aura mit, hier, 10% weniger Melee-Schaden. So, ich hole mir hier Verstärkung. Oh, Punkt F. Achso, das ist sowieso der. Aber das ist nice. So, wir müssen uns trotzdem zurückziehen, weil, genau, Punkt J wird jetzt hier angegriffen und die gehen dann bestimmt zu C. Ich hole mir jetzt hier nochmal Limit of Units ein paar mehr. Gucken, ob ich richtig lag. Ja. Oh, das war perfekt. Haben wir ganz gut antizipiert. Oh, nee, nee, Jungs, haltet euch noch ein bisschen zurück. Oh Gott, zwei, was machen denn die da? Ein paar sind da vorgegangen. So, jetzt switche ich hier wieder. Werf die Typen da mal ein bisschen ab. Ja, und wieder ein Standartenpunkt. Bam, mehr Damage. Das haben wir ganz gut überlebt. Da vorne gönnt sich jetzt Blau unseren Punkt. Können wir den wieder einnehmen? Nee, der ist diesmal jetzt verloren. Aber das ist egal. Wir haben jetzt einen kleinen Punktevorsprung und hoffen einfach mal, dass jetzt die Blauen... Oh, da kommt noch ein bisschen Lila. Aber das ist alles gut, Alter. Die ballern ihr Gold raus wie die Bekloppten. Das Horn könnten wir uns auch, glaube ich, gleich mal holen. Aber egal, wir warten erstmal auf die jetzt ab. Das noch, ja, komm, die greifen wir an. Wo ist denn Blau? Ich glaube, die holen sich wieder eins von den Violetten. Was aber ganz geil ist, weil dann gehen wir nämlich hier wieder ran. Naja, die haben wieder J eingenommen. Wir müssen darauf achten, wenn Blau sich entweder G oder H gönnt, dann werden wir probieren, bei denen D und E zu klauen. Jetzt müssen wir allerdings mal schauen. Oh ja, sie holen sich H. Deswegen, komm, wir müssen jetzt alles riskieren. Es kann klappen, muss aber nicht. Weil mit der Strategie können wir entweder das Game gewinnen oder komplett verlieren. So, jetzt hier schnell holen. Das Gute ist, wir sind auch echt viele Leute. Das bedeutet, wir nehmen schon ein bisschen schneller ein. Ah, Mist, jetzt, die haben sich jetzt aber J wieder geholt. Das bedeutet, wir sind hier ein bisschen offen. Aber egal, ich hoffe einfach, dass wir den Goldvorteil... Ah, da kommen sie auch. Wir sollten aber eigentlich insgesamt stärker sein. Ah, sie dürfen das Ding halt nicht komplett einnehmen. Kämpft schön an der Flagge. Ja, ja, das holen wir uns zurück. Sehr, sehr geil. So, jetzt ist die Frage... Team Blau. Ach, als ob. Ich glaube, Lila wurde komplett vernichtet. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier vorne das Ding nicht verlieren. Blau hat halt auch echt viele Punkte. Aber ich glaube, die respawnen halt hier unten. Wir müssen halt gucken. C wird angegriffen. C müsste hier unten sein. So, Attacke. Sie dürfen es nicht direkt einnehmen. Nein, 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 nein. Es darf nicht denen komplett gehören, sonst respawnen sie hier natürlich. Das ist komplett gefährlich für uns, weil sie haben genügend Gold. Wir müssen uns zurückziehen. Frage ist, wie sie jetzt weiterziehen. Okay, die holen sich das jetzt hier alles. Dann müssen wir jetzt schneller sein als die. Weil die werden sich jetzt A und B gönnen.
Wir müssen dann eigentlich hier unten uns alles capturen. Und im besten Fall ist schneller sein als die. Zack, Jungs, direkt weiter. Das wird jetzt echt sehr, sehr spannend. Ich glaube, nach unten, das sind so weite Wege. Ich glaube, ich würde die lieber gleich an meiner C-Flagge überraschen. Die ist halt wichtig, weil das eine 60er ist. So, Jungs, direkt weiter. Na, ich will halt die C-Flagge auf gar keinen Fall verlieren. Ja, weil da kommen sie nämlich schon wieder. Die Frage ist, wo laufen sie? Ich hoffe, sie kommen jetzt zu uns, weil das würde uns mega in die Karten spielen. Wir holen uns jetzt auch mal Legionäre. Missiles können wir uns eigentlich auch mal gönnen. So, moin Leute. Jetzt einmal schnell werfen. Zack, das waren gute Treffer. So, jetzt werfe ich mal hier schön von der Seite rein. Damit nimmt man halt immer mindestens einen raus, weil er kurz umfällt. So, ich glaube, es wäre smart, jetzt einfach A und B sich wieder zu holen. Es sei denn, die respawnen dort direkt. Nee, ich wüsste gern, wo sie ihren letzten richtigen Punkt haben. Wer kriegt eigentlich momentan mehr Punkte? Wir oder die? Sieht so aus, als würden die nämlich aufholen. Ah, Punkt J wird eingenommen. Der da unten. So, den hier holen sie sich wahrscheinlich. Ah, nee, den haben sie schon. Ah, jetzt holen sie sich F, dann holen wir uns aber J. Wir könnten mal gucken, dieses Horn. Gold per Minute. Flag Capture Speed. Das nehme ich mal. Dann kann ich immer das Horn aktivieren und dann die Flagge klauen. Und dann den Horn Cooldown auch runtersetzen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich werde gleich mal gucken, wie das aussieht. Da laufen sie jetzt darüber. Sie laufen zu B. Aber ich werde jetzt mal mit Shift das Horn aktivieren. Und dann mal sehen, wie schnell das geht. So. Horn ist on Cooldown. Oh ja, das geht schon sehr, sehr schnell. Das war sehr nice. Klar, jetzt gehen sie natürlich daran. Wir warten mal ab, weil das haben sie so oder so. Dann kämpfe ich lieber an meiner eigenen Flagge. So, jetzt greifen wir mal ein bisschen an. Ich werde mal gucken, kann ich mir vielleicht hier... Horn ist on Cooldown. Okay, hier gönnen die sich. Ja, ja, kommt mal mit zu meiner Flagge. Kommt mal alle mit, weil hier kämpfe ich gerne. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal mehr Schaden. So, kommt alle ran hier. Da kommt nämlich jetzt der Hinterhalt. Und jetzt Angriff. Aber das kriegen wir. Easy. So, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Let's go, kommt. Alter, die haben wir diesmal richtig weggemacht. So, schnappen wir uns mit dem Horn. Das sollte jetzt ja wieder da sein. Ah, unten links sieht man jetzt auch Horn aktiviert. So, wir haben jetzt mal einen ganz neuen Auftrag jetzt hier. Ah, was ist jetzt wieder F? F ist da oben. Ich versuche jetzt erstmal den Hafen zu sichern und dann hier vorne. Weil wenn wir es irgendwie schaffen, diese untere Front, also CJ, zu verteidigen, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Der Standartenträger, den hat sogar erwischt. Scheiße. So, F haben wir jetzt gleich verloren. Es wäre jetzt so wichtig, diesen Standartenträger zu haben, dass ausgerechnet der down gegangen ist. Ist mehr als ärgerlich, weil sonst hätten wir jetzt das Horn, womit wir wesentlich schneller einnehmen können. Da können wir doch eigentlich, ja, Standartenträger, wir können uns eigentlich jetzt alles kaufen. J nehmen sie jetzt auch. Ah, J ist ausgerechnet hier unten. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen ohne den Standartenträger fehlt uns auch 20% mehr Schaden. So, J ist jetzt gleich vorbei. Oh, Standartenträger ist wieder da. So, wo gehen sie jetzt hin? Müssen sie hier? Jetzt sind sie erstmal hier. Das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Wir ziehen sie ein bisschen nach hinten. Missiles. Um sie zusätzlich ein bisschen zu schädigen. Jetzt gehen wir direkt ran. Natürlich können sie da oben immer wieder respawnen. Deswegen sollten wir ein bisschen zurückziehen. Aber ich weiß nicht, ob sie da oben tatsächlich respawnen. Standartenträger. Oh, Junge, 25% mehr Damage. Na, jetzt respawnen sie aber da. Oder? Naja, machen sie. Sonst würde ich sagen, ah, nee, das geht nicht gut. Obwohl doch, das sieht gut aus. Weiter. Das kann die entscheidende Schlacht sein. Die entscheidende Flagge, weil dann haben wir hier unten alles. Und dann müssen wir nur noch Richtung Norden gehen für F, D und E. Let's go. So, direkt ganz viele Legionäre pumpen und dann weiterziehen. Jungs, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ne, hier hat niemand überlebt. Sie können eigentlich nur von Süden kommen. Also hier, da unten müssten sie irgendwo... Ja, da kommen sie. Let's go, das muss der Sieg sein. Jetzt das hier einnehmen und dann ist GG. Dann ist GG. Überrennt sie, Jungs, überrennt sie. Ey, wenn wir das jetzt noch verkacken. Hier liegt auch immer noch der eine Typ. Oh. Jawohl, das machen wir. D und E, das sind die unteren beiden Positionen. Da respawnen sie, aber sie sollten eigentlich kaum noch eine Chance haben. Ihnen geht vermutlich auch so langsam das Gold aus. Direkt hier. Ich mache das Horn, mit dem wir jetzt nochmal easy going das Ding hier innerhalb kürzester Zeit einnehmen. Jawohl! Let's go! Jetzt nur noch das nervige E und dann haben wir diesen Straßenkampf echt für uns entschieden. Da laufen sie nochmal. Wir werden jetzt natürlich da vorne nochmal versuchen, was einzunehmen. Aber ich hoffe, wir sind gleich schneller. Weil die haben auch nicht so viel Truppen. Dadurch nehmen sie auch nicht so schnell Sachen ein. Das Horn haben wir jetzt auch gleich wieder aktiv. Das ist sehr gut. Perfekt. Jetzt haben wir sogar alles. Das sind die letzten. Wenn wir die Truppen besiegt haben, dann ist GG. Die versuchen. Oh nein, ist das traurig. So, die werfen wir jetzt nochmal. Ah, nochmal Missiles. Bam. Und das war's. Los, Jungs.
vernichtet sie für Rom. Jawohl, Victory. Junge, krass, wie wir dann auch abgegangen sind. Oh, als nächstes gibt's das Battle of Ildea da. Aber nur, wenn ihr Bock drauf habt. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.